Beim Zielausmaß unterscheidet man begrenzt und unbegrenzt. Also begrenzt wäre zum Beispiel eine Eigenkapitalrendite von 8%. Das ist ein begrenztes Ziel. Und ein unbegrenztes wäre Maximierung von. Maximierung der Rendite, Maximierung des Gewinns. Diese alten Maximalziele oder Minimalziele, das ist das Gleiche, ne? Minimalziel ist auch unbegrenzt, die ich damals so unterschwellig gelernt habe. Heute sehe ich das sehr, sehr skeptisch. Maximalziel, das ist dieses ständige mehr, mehr, mehr. Oder bei den Kosten weniger, weniger, weniger. Das erste ist schon per se Schwachsinn. Wenn das einzige Unternehmensziel Kostenminimierung ist, dann ist die letzte Konsequenz dieses Ziels, dass Sie das Unternehmen zumachen. Dann haben Sie gar Kostenlosen. keine Kosten mehr. Das kann schon mal nicht gut sein. Wenn man als einziges Unternehmensziel hat, Kosten zu minimieren, dann wäre die letzte konsequente Umsetzung dieses Ziels, dass man das Unternehmen schließt. Und das kann es ja nun nicht sein. Von daher ist also ein Minimierungsziel schon mal sehr kritisch zu sehen. Ein Maximierungsziel ist aber auch sehr kritisch zu sehen, weil ein Maximierungsziel uns bringt in ein immer mehr, 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 mehr. Und dieses mehr, mehr, mehr entfaltet offensichtlich irgendwann eine Eigendynamik. Das sind die Leute, die 100 Millionen haben und 200 Millionen wollen. Und dann haben sie 200 Millionen, dann wollen sie 300, 400, dann wollen sie die Milliarde. Dann haben sie eine Milliarde, dann wollen sie 2 Milliarden. Wer braucht 2 Milliarden? Welcher Mensch auf diesem Planeten braucht 2 Milliarden? Aber die Leute wollen es, obwohl sie es gar nicht mehr brauchen. Und das ist die Sache mit diesem unbegrenzten Ziel. Ja, die auf der materiellen Ebene zu betreiben, führt einen, glaube ich, nicht zu einem glücklichen Leben. Auf der immateriellen Ebene vielleicht. Ja, wenn man ein Ziel hat, sagen wir mal, mehr Freude in die Welt zu bringen oder mehr Zufriedenheit oder mehr Glück oder mehr. Da denke ich, könnte das funktionieren, aber nicht auf der materiellen Ebene. Da halte ich das für extrem gefährlich. Da halte ich das für eine Gefährdung des Lebensglücks. Wenn man den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, noch mehr Geld zu machen, wo man eigentlich schon sehr viel hat. Und das passiert. Und das passiert eben auch Unternehmen. Wachstum um jeden Preis. Das ist auf der Körperebene Krebs. Und Krebs ist eine Krankheit. Aber wir betreiben das. Wirtschaftlich in unserem Denken betreiben wir das. Teilweise zumindest. Ja, dass wir Wachstum an sich für gut halten. Immer mehr, 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 mehr. Sehr die Frage, ob das richtig ist. Ob diese Sichtweise, das heißt richtig, ja, aber ob diese Sichtweise gesund ist. Ich mache da ein Fragezeichen dran.